Jeden Dienstag bin ich bei meinem Therapeuten. Und er grinst dezent, wenn ich mal wieder sag, dass bei mir schon bald die Hochzeitsglocken läuten. Denn da ist jetzt jemand, den ich wirklich mag. Er ist hübsch und kultiviert, hat Maschinenbau studiert, zwei Schwestern und er nennt sich Feminist. Ich bin richtig motiviert, denn er ist ziemlich engagiert, nur dass da eine kleine Sache komisch ist. Frau Linzmeier, was ist denn das für eine kleine Sache? Ach, also das ist echt eine winzige Kleinigkeit, ist jetzt auch nicht der Rede wert. Frau Linzmeier? Vielleicht ist er verheiratet, doch da läuft schon längst nichts mehr. So dass er bald die Scheidung einleitet, nur ohne Geld ist das so schwer. Frau Linzmeier? Ja? Sie stehen auf Männer. Männer mit Problemen. Denn die nehmen sie einfach mit. Sie stehen auf Männer mit ganz gequälten Seelen. Und die genesen wollen sie leider nicht. Echt? Ja. Aber warum soll ich das tun? Ich denke, dass sie in Wirklichkeit Angst haben, verletzt zu werden und sich deswegen von vornherein hoffnungslose Fälle suchen und ihre Beziehung damit selber sabotieren. Clever. Es geht so. Und was schlagen Sie vor? Ich würde sagen, Sie konzentrieren sich mal eine Weile nur auf sich selber und dann sehen wir weiter. Ich gehe jetzt joggen. Und ich mache Yoga. Denn ich selbst bin jetzt mein neuer Mittelpunkt. Selfcare rockt, das wusste auch schon Meister Yoda. Ist der Körper fit, ist auch der Geist gesund. Ich lese Zeug von taffen Frauen, die sich ein taffes Business bauen. Und trage eine Brille nur aus Spaß. Hab mir die Beine nicht rasiert, neue Pronomen etabliert. Bald stürze ich das Patriarchat. Und? Sind Sie stolz auf mich? Also ja, das ist ein Anfang. Ha, da soll noch einer sagen, ich wäre abhängig von meinen Männergeschichten. Also, das habe ich ja so nicht gesagt. Jawohl, von wegen, ich hätte immer irgendwelche problematischen Männergeschichten am Start. Ich sagte, dass Sie sich hoffnungslose Fälle aussuchen würden und sich nicht wirklich auf Ihre Beziehungen einlassen. Muss ich das wiederholen? Nein. Ich denke, ich muss das wiederholen. Nein. Ich wiederhole das. Sie stehen auf Männer. Männer mit Problemen. Denn die nehmen sie einfach mit, weil sie Angst vor Beziehungen haben. Männer mit ganz gequälten Seelen. Und die genesen wollen sie leider nicht, weil sie ja dann was zu verlieren hätten. Der Pfaffin, der hatte ein Bindungsproblem. Oder Gunnar, eigentlich schwul, aber konnte dazu nicht stehen. Oder Jörn mit seinem Ödipus-Komplex. Oder Paul, der wollte ein Hund sein und das nicht nur beim Sex. Männer mit Problemen, lassen sie nicht stehen, die nehmen sie einfach mit. Okay, ich denke, jetzt habe ich es verstanden. Ach ja? Ja, und wenn ich so drüber nachdenke, dann glaube ich, dass der Richtige die ganze Zeit vor meiner Nase war. Ach so? Ja, manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aha. Er ist ein richtig guter Zuhörer, ich kenne ihn seit Jahren und ist ein total einfühlsamer Mann. Okay, und hat er denn diesmal einen Job? Ja, er ist sogar Akademiker. Ach was, wissen Sie?